Herzlich willkommen zu meinem Performance-Test mit Mortal Kombat X Enhanced Beta. Ist nun dieses Wochenende verfügbar, deswegen werde ich es auch nicht nochmal testen können, da ich das Spiel nicht besitze, das Hauptspiel. Ich benutze eine GTX 1070 auf 2 GHz übertaktet, ein i7-4790K auf 4,6 GHz übertaktet und 16 GB RAM auf 2400 MHz laufend. So, auflösungstechnisch versuche ich 4 Stück zu machen. Also 1080p, 1440p vielleicht, denn ich habe, wenn ich es richtig gesehen habe, das Spiel hat eine 60 FPS Begrenzung. Das wäre ziemlich schlecht, dann unnötige Benchmarks da zu machen. Also Full HD, 4K und 8K wahrscheinlich dann, wenn es geht. Einstellungen sind hier alle auf Maximum, mehr geht nicht. Genau. Dann gibt es hier noch einen Benchmark-Test. Aber wir müssen die Einstellungen vorher mal auf Full HD stellen. Sonst. So, Full HD. Ja, genau. So, ich laufe das Spiel hier gerade mal. 30 FPS, ich weiß nicht. Könnte daran liegen, dass wir auf dem Desktop sind. Ja, genau. 60 FPS Limit einfach. Ist ein bisschen blöd. Ich weiß nicht, ob es generell ist oder nur in dieser Beta. Na, ich habe gesehen, dass es, wenn ein Spiel mit weniger FPS läuft, sogar in Zeitlupe läuft. Dadurch würde ich mal schätzen, dass es so ein 60 FPS Limit hat. Und wie bei, welches Spiel war das? Need for Speed Rivals. In der Anfangsphase auch schnell laufen würde, wenn ich mehr FPS hätte als 60. So, 60 FPS Limit war jetzt auch nicht wirklich so spannend. Gehen wir hoch, direkt auf 4K. Denn sonst ist die Grafikkarte nicht angefordert, so wirklich ausgelastet zu werden. So, 4K. So, immer noch 60 FPS. Grafikkarte ist jetzt nahe 70. 4 GB. Ziemlich gut ausgelastet. Das war's. Ja. Oder weniger nicht so wichtig. 5 GB normalen RAM nur. Ja, läuft jederzeit flüssig, würde ich mal sagen. Na, so. Gucken, ob es jetzt noch 8K so funktioniert, wie ich das möchte. Das letzte Mal ist er im Blackscreen abgeschmiert wieder. Oh ja, macht's. Aber er sieht schon, die FPS sind wesentlich niedriger. Ich bin sogar im 20er Bereich. So. Und die sind bei fast 8 GB, oder doch 8 GB sind wir jetzt. Der Vollauslastung des V-Rams. Spiel auf 25 FPS. 28, 29. Und wirklich im Limit. Das ist interessanterweise jetzt höher ausgelastet als niedrige Auflösung. Kann sein, dass die Effekte teilweise auf die CPU über die CPU berechnet werden. Weiß ich es nicht. Obwohl ich es ja auf GPU gestellt habe jetzt. Wie man sehen konnte. RAM liegen bei 7,5. So ungefähr. In der Nähe von V-RAM auch. So. Sieht sehr hübsch aus jetzt, aber ist halt überhaupt nicht spielbar in Zeitlupe. Also, genau, niedrige FPS. Ich müsste mal die Einstellung runterdrehen. Mal gucken, ob das dann auch flüssig läuft. Das können wir gleich mal ausprobieren. Ich drehe einfach Blume aus, Schärftiefe aus, Umgebungsverdeckung aus, Schatten niedrig, sehr niedrig aus. Wir brauchen Schatten. Lass mal hoch. Teilchendichte. Lass mal. Übernehmen wir das. Guck mal, wie man es im Oben schon läuft. Und nicht viel besser. Dann jetzt mal alles runter. Ich alles runter. Gucken wir mal. Wie sich das verhält. 50. Ja, also alles aus. Genau, alles aus. Ja, auch alles aus gewesen. Ja, okay. Aus. Übernehmen. Mal schauen, wie es jetzt ausschaut.
35, also. Ist schon spielbarer auf jeden Fall. Aber ich glaube, sollte man es nicht spielen. Es läuft auch nicht so flüssig. Ja, ist auch eher so ein Zeitlupe. Läuft eher ein Zeitlupe. Sind mit 6,2 GB dann doch nicht mehr im VR-Limit. Ja, also niedrige Einstellung. Bringt auch nicht so viel. Das heißt, wir spielen jetzt mal kurz online, gucken, ob ich da überhaupt was reißen kann. Ich glaube zwar nicht, aber ausprobieren schadet ja nicht. So, genau. Mal weiter einstellen. Blumen an, Schärfentiefe an, höchste Schärfe lass mal aus, Ingusdeckung lass mal auch an, Teilchendichte, Genetpartikel, Schatten hoch, Deckschall auch hoch. Genau. So, jetzt spielen wir mal online. Online. Das habe ich ja schon gemacht. Natürlich. Muss ich das nochmal laufen lassen? Na gut. Da sieht man aber direkt, dass das Spiel auch immer wesentlich schneller läuft. So 30 FPS. Gut. Optimale Online-Nutzung. Ja. Ja, hab ich doch schon. Los geht's. Lese Statistikdaten. Mal gucken wir mal. Wie geht denn das? Ich hab das nicht ausprobiert. Ich kann nur Versus machen. Ja. Ich habe viel Auswahl. Such mal Gegner. Selbe Region. Gucken wir mal. Wann sich denn einer dazu bereit erklärt? Ich hoffe nicht, es dauert nicht zu lange. Sonst bringt das ja nichts. Die CPU-Auslastung ist ja auch fast gen 0. 2% Minimum. Der Takt ist sogar manchmal runter, einfach weil er nichts zu tun hat. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. 1%. Läuft Windows überhaupt im Hintergrund? Oh, oh. Okay. Mal schauen. Ich glaube, ich werde mal so ein. Nein. Wie nennt sich das denn bei YouTube? So eine Schaltfläche, wo man draufklickt. Zum Überspringen einblenden. Sobald ich da jemand gefunden habe. Okay. Ah, oh, das ist ja schon. Ja, ich nehme ihn gerne an. Siegchance zu 3%. Naja. Ich hab das. Das ist schlimm. Ich hab das noch nie gespielt. Ich hab die Steuerung überhaupt nicht. Wer ist das denn? Ich nehme mal den Jason. Jason Voorhees. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich hab nur ein paar Videos mal gesehen. Zu, Jason Voorhees. Den. Wer ist denn die Kills denn? Verdammt. Das müssen auch auswählen. Conchi-Festung. Mal schauen, wie ich fertig gemacht werde. Ich spiele jetzt mit dem Xbox-Controller. Mal schauen. Fight. Vorher mal eine Runde Test spielen sollen, wie das funktioniert überhaupt. Hab ich es gewonnen? Hallo, es überlebt ja keiner. Okay. Ist hier echt hübsch, das Spiel. Hübsch brutal. Gefällt mir. Kaufen wir jetzt wahrscheinlich nicht, aber. Gefällt mir trotzdem.
Achso, was hat der denn aktiviert hier? Dass der so leuchtet? Okay. Oh, das war knapp. Sehr knapp, sehr schön. Achso, er lebt wieder. Das war natürlich jetzt... Oh. Hey, steh wieder auf. Achso. Das macht Sinn. Hallo. Ich hab das so. Ansehbar. Also ich fahre Breite an. Stativ, wollte ich gerade sagen. Ich drücke eigentlich nur drei Tasten. Ich glaube, ich werde hier... Ja. Genau. Das war aber ganz schön lame. Oh, habe ich jetzt die Animation übersprungen? Schade. Na gut. Ich glaube, das war genug für das Video. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye.